Überraschung, heute mal nichts Selbstgebautes, sondern was Fertiges aus dem Geschäft. Und zwar ein neuer Waschtisch. Ich hatte ja noch so einen alten Aufbau, wie man hier gerade im Bild sieht, und der hat ziemlich viele Ritzen und Lücken und Ecken, und das ist natürlich mal alles blöd. Weil alles, wo kein Wischer reinpasst und keine Staubsaugerdüse reinpasst, da ist man natürlich nachlässig, ne? Und dementsprechend sieht es dann halt auch öfter mal aus. Das ist natürlich nicht so schön. Ja, so habe ich mir gedacht, das Ganze muss irgendwie mal weg und muss mal durch etwas Ansprechenderes, Neues ersetzt werden. Und da habe ich mich jetzt diese Woche mal dran gemacht. Ich habe das ja noch mal ein bisschen kurz zusammengefasst. Ist zwar nicht so spektakulär, aber naja, irgendwann muss man ja auch mal sinnvolle Sachen machen. Kann ich immer nur rumbasteln. Ne? Ja, das sollte natürlich irgendwie nicht so richtig sein, weil was ist? Man ist wieder da aus dem schwedischen Geschäft und macht seine Kisten auf, die man ja nicht im Auto gleich alle auseinanderreißt, um zu gucken, ob alles in Ordnung ist, und stellt fest, es ist natürlich nicht alles in Ordnung. Das heißt also, man kann sich dann nochmal einen freien Vormittag suchen und die Sachen nochmal zurückbringen und mal durch die Blume nach der Qualitätskontrolle fragen. Und ja, naja gut, lange Rede, kurzer Sinn, muss natürlich gemacht werden. Und ja, dann kannst du endlich losgehen. Und gesagt, getan, also als erstes erstmal auf der linken Seite angefangen und die Arbeitsplatte runtergeschraubt von dem Schränkchen und das Schränkchen weggenommen. Und dann mal guckt, wie es dahinter überhaupt aussieht. Ne? Es kann einen ja Schlimmes erwarten, man weiß es ja gar nicht. Und ja, es ging aber eigentlich so, wie man sieht, auch von der Fliesenfarbe her, von der Fugenfarbe, das ist alles noch erträglich. Also habe ich ja nur noch diese Silikonkante da oben, wie man sieht, die runter muss. Und ja, da habe ich erstmal gedacht, probierst du erstmal mit abkratzen, bevor du Lösemittel oder ähnliches da auspackst. Und ja, habe ich mir so ein Kunststoffteil hergenommen und da erstmal geguckt und die ging tatsächlich ganz gut runter. Also das war jetzt, konnte man als rückstandsfrei bezeichnen. Also da ist nichts mehr drauf. Von daher ging das besser als gedacht. Das Ganze auf der anderen Seite auch nochmal ausprobiert. Da ist die Fuge, also die Kante im Silikon ein bisschen krasser, wie man sieht. Naja, es hat ein bisschen länger gedauert, bis ich das alles runtergehobelt hatte, aber es ging auch. Jetzt hat man da noch so ein bisschen, wie man in den Fugen sieht, so einen leichten Grauschleier, wo die Silikonkante vorher drauf gesessen hat. Ja, das kriegt man natürlich auch noch ab. Kann man mal Verschiedenes probieren. Ne? Zahnbürste, Vanillegummi sind so Sachen, mit denen man da schon relativ weit kommt, wie ich festgestellt habe. Und wenn es dann richtig schlimm ist, dann kann man auch so einen Fugenkratzer nochmal hernehmen, so mit diesen Hartmetall bestreuten Klingen vorne dran und dann ein bisschen durchkratzen. Und wenn man da so ein paar Zehntel von der Fuge runtergenommen hat, dann fällt das ja noch gar nicht gleich auf. Aber dafür ist die dann auch wieder schön weiß. Das muss man dann mal so ein bisschen ausprobieren. Aber da geht schon einiges tatsächlich, bevor man anfängt und die ganze Fuge neu macht. Kann man da noch ein bisschen was erreichen. Ja, die ganzen Schränke weg, der Unterschrank auch. Haben wir nur noch das Waschbecken da dran, mit dem schönen, verchromten, sexy Siphon von vor 30 Jahren. Und ja, hat man erstmal ein bisschen noch Zahnbürste eingesetzt, ein bisschen sauber gemacht, alles. Und es geht tatsächlich. Ne? Also die Fliesen sind alle noch erträglich, auch hinter den Schränken. Und die Fugen gehen auch noch. Also da ist tatsächlich gar nicht mehr so viel mehr Arbeit nötig. Eine Sache, die ich nicht bedacht hatte, die mir aufgefallen ist, und zwar geht offenbar das Abflussrohr oder die Wasserrohre, wie man hier sieht, so dicht hinter den Fliesen lang, dass die unteren beiden etwas abgesetzt sind und da so ein klein bisschen aufgesockelt sind sozusagen. Muss ich jetzt mal sehen, wie ich das mit meinem neuen Waschtisch denn vielleicht noch ein bisschen kaschiert kriege. Vielleicht sieht man es auch gar nicht. Also ja, ich an der Stelle erstmal so hingenommen, wie es ist. Es ist ja zum Glück ganz gut gemacht. Ne? So ein bisschen aufgesetzt, dass es halt doch ganz erträglich aussieht, sage ich mal. Was aber nicht so schön war, war die Fuge. Und zwar, das ist ja Anbau und wie man das so, heutzutage würde man das wahrscheinlich als normal bezeichnen. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Dass man ja Häuser schon auf den noch flüssigen Beton quasi aufbaut, ohne dass man da mal ein, zwei Jahre gewartet hat. Hat ja keiner mehr Geduld oder Zeit, komischerweise. Und dann trocknet natürlich die Bodenplatte noch zusammen. Und dann passiert genau das, was man hier sieht. Das passiert nicht nur im Badezimmer, das passiert in allen Räumen logischerweise, dass sich die Bodenplatte noch senkt und dann die Fuge breiter wird. Wenn man jetzt Fußleisten hat, ist das nicht so wild. Fußleisten kann man natürlich ein Stück runtersetzen, dann fällt das gar nicht auf. Wenn man natürlich aber gefliest hat und auch an die Wände gefliest hat, dann hat man natürlich irgendwann eine halben Meter breite Fuge da unten. Ne? Und dann ist es natürlich so eine Sache, wie hübsch das dann noch ist. Lässt sich aber im Nachhinein schwer vermeiden, ne? Außer man setzt die ganzen Fliesen nochmal neu. Da habe ich jetzt aber nicht so den Bock zu. Ja, deswegen habe ich erstmal geguckt, wie ich die Fuge da am besten rauskriege. Möglichst nicht mit dem Schraubenzieher hebeln oder so, weil dann macht man nämlich die Fliesen nämlich am Ende doch nochmal neu, wenn ja eine kaputt gebrochen ist. Und da habe ich mir so also aus dem Fahrradschlauch Aufziehwerkzeug habe ich mir nochmal hergenommen. Das sah für mich ganz brauchbar aus, so auf die Schnelle. Und es ging tatsächlich auch ganz gut. Konnte man noch ein bisschen mit unterhebeln und dann konnte man die einzelnen Fugenbruchstücke da rausziehen. Alles, was lose ist, erstmal weg. Ja, und dann habe ich noch eine Zahnbürste und ein bisschen Wasser nochmal einmal drüber. Über alle Reste, die fest waren und nicht so einfach rausgingen, dass das ein bisschen sauber ist. Und da ein bisschen auch
gut haftvermittelt, dass man ein Silikon auftragen kann. Weil ja, Silikon, das arbeitet dann mit, und wenn sich da tatsächlich jetzt nochmal was bewegt oder irgendwie setzt oder so, wo ich jetzt nicht mehr daran glaube, aber dann arbeitet das mit und das reißt halt nicht wieder auf. Ne? Deswegen, also wo ich jetzt nicht die neue Fuge wieder mit Fugenbreit reingehen, ne, sondern da gucken, dass ich das mit Silikon auffülle, und dann ja, sollte das eigentlich erledigt sein. Hab dann auch gleich Weißes genommen, weil es bietet sich natürlich an, bei dieser breiten Fuge da unten, dass man da jetzt Weiß nimmt und nicht Anthrazit. Weil das sieht natürlich aus wie sonst wie, wenn da so ein riesiger, dicker, dunkler Streifen denn da einmal über die Fliesen geht. Die Breite kann man jetzt im Endeffekt nicht mehr beeinflussen, aber die Farbe konnte ich beeinflussen. Also dachte ich mir, nehme ich eine Farbe, die nicht so krass auffällt. Ja, und wie man sieht, einmal ganz rum die Geschichte, und es ist tatsächlich ganz erträglich, ne? Man sieht zwar, es ist eine breite Fuge, aber dafür, dass es weiß ist, geht es dann tatsächlich. Ne? Ist ganz erträglich. Oh. Aber würde ich sagen, ist sehr. Fliesen, Wand, Fußbodenteil soweit vorbereitet, und dann kann man sich mal ein bisschen um die Anbauteile kümmern. Also habe ich mich erstmal ums alte Waschbecken und den alten Wasserhahn gekümmert. Erstmal die Schläuche abgeschraubt, so gut es noch ging. Und dann mal ein bisschen sauber gemacht, alles was so an Verkalkung und so weiter aufgetreten ist. Dann das Waschbecken mal runtergenommen. Das war ja an dieser Stelle gar nicht direkt geschraubt, sondern war auf so zwei Metallhaken aufgesetzt, wie man hier sieht. Und die Haken ihrerseits waren dann an der Wand festgedübelt. Na ja. Wie auch immer, ist ja egal, letzten Endes, Hauptsache es geht ab. Wurde dann das Rohr noch aus der Wand ausgezogen. Das ist ja meistens dann so ein 32er oder ein 40er, eins von beiden hat man ja, und da ist so eine Gummimanschette drum. Und damit sitzt das dann in dem, ja, bei älteren Häusern noch ein Gussrohr, je nachdem, was man so als Abflussrohr hat. Bei neueren dann HT halt, also ein Polypropylen. Ja, aber das kriegt man meistens dann da irgendwo noch ab, das ist da meistens nur gesteckt. Also es hat keiner ein durchgehendes Rohr, was da noch einen Meter aus der Wand guckt oder so, also das ist eher selten. Deswegen kriegt man das alles relativ gut ab und hat dann auch einen guten Bauraum, ne, wo man dann auch relativ flexibel alles Neue, was man haben möchte, dann da anbauen kann. Dann erstmal einen Überblick über die ganzen Löcher, die da schon sind. Einmal rechts und links von den Handtuchhaltern, dann oben noch zweimal drei Löcher von dem Waschbecken. Ja, ne, alles, was einem so geblieben ist. Und ich ahne es schon, man kann natürlich keines dieser Löcher für das Neue verwenden, weil das ist ja immer so. Ist egal, wie viele Löcher da schon sind, egal, was man als nächstes vorhat, man muss garantiert nochmal bohren. Außer man macht jetzt ein riesiges Adapterblech und adaptiert dann die neuen Löcher da drauf, aber man muss ja auch mal nicht übertreiben. Ne? Also habe ich dann erstmal noch ein bisschen die Dübel zurückgeschnitten, die da waren, weil wenn die natürlich jetzt noch ein bisschen überstehen. Und man hat dann was Neues, was man da vorsetzt, und das soll möglichst schlicht an der Wand anliegen. Dann ist es natürlich ganz gut, wenn das nirgendwo aufstößt, sag ich mal. Also habe ich erstmal die ganzen Dübel und alles, was da noch so war, Nuppels, zurückgeschnitten soweit. Alles, was ich nicht mehr brauche, dass die Wand dann eben auch wirklich plan ist. Dass man dann nicht mit dem neuen Waschbecken oder mit dem neuen Schrank denn da blöd steht, wenn er dann plötzlich an den Dübel anstößt und dann von der Wand ab irgendwie noch. Es reicht ja schon, wenn man so ein paar Millimeter Luft hat, dann ist ja meistens schon doof. Habe ich als nächstes erstmal den Unterschrank soweit zusammengebaut. Da sind ja nur drei, vier Teile da, der Rohbau. Das ist jetzt nicht so spannend gewesen. Und habe mir den da erstmal mit Klötzen drunter, wie man sich den stellt, auf die Position, wo er ungefähr hin soll. Und das mit der Wasserwaage ein bisschen ausgeglichen. Um mir dann die Bestätigung zu holen, nein, es passt keines der Löcher, egal wie viel Mühe ich mir gegeben hätte. Also neue anzeichnen und neue bohren. Bohren in Fliesen, na ja, bohrt man natürlich erstmal ohne Schlag, bis man durch die Fliese durch ist. Und wenn man sicher durch die Fliese durch ist im Putz, dann Schlag einschalten und dann so tief bohren, wie man halt muss. Ne? Und dann bleibt auch die Fliese heil, dann passiert da auch nichts. Das klappt dann in der Regel. Jo, dann Schrank hingesetzt, Schrauben rein, diese netten Bleche, da kann man ja nochmal die Höhe ein bisschen benachjustieren, weil wenn der Bohrer dann doch mal einen Millimeter wegläuft oder so, dann hat man da eine Chance, das Ganze nochmal nach Wasserwaage wieder auszurichten. Hier nochmal ein Blick von oben, den Freiraum. Die Schubladen sind natürlich etwas kürzer, als der Schrank tief ist. Und man hat dann tatsächlich eine Chance, dass man die Absteller vom Wasserhahn und den Siphon und Abfluss und so weiter alles da noch hinterkriegt. Dass man den Schrank dann trotzdem noch da die Schubladen noch zukriegt, aber dahinter trotzdem noch genug Platz ist für Schläuche und alles. Das passt auch in diesem Fall tatsächlich ganz gut. Ne? Muss man immer mit allem rechnen, aber ja. Also habe ich erstmal den Luxus genommen und den Wasserhahn ans neue Waschbecken erst angeschraubt, bevor das Waschbecken an der Wand ist und man wieder in dem Schrank da rumkriechen muss. Ist ja auch mal ganz angenehm. War sogar so ein lustiger Kunststoffschlüssel bei, wie man hier sieht, wo man das ganz bequem mit festziehen kann. Muss ich nicht mal eine Zündkerzennuss auspacken an der Stelle. Und ja, kriegt man den ja relativ schnell dran. Habe ich das Ganze erstmal trocken draufgelegt, um mal zu gucken, ob denn wirklich alles passt. Und ob es so kommt, wie es kommen soll. Und ja, nachdem das denn ganz gut aussah,
kommt da Silikon drauf, weil das Waschbecken selber wird auf den Schrank nur mit Silikon drauf fixiert. Also das wird nicht mal an sich nochmal geschraubt. Man kommt da also tatsächlich laut Anleitung wirklich mit zwei Schrauben aus und ja, das tut man auch tatsächlich. Also das riecht dann am Schrank schon genug. Also die Bretter sind ordentlich stabil und das ist auch halbwegs vernünftig konstruiert. Da kann man tatsächlich so ein 18, 20 Kilo Waschtisch da einfach draufstellen und bewegt sich dann nichts. Also das ist trotzdem noch vernünftig. Deswegen da noch einmal Silikon, dass kein Wasser drunter laufen kann und dass es ausreichend fixiert ist, dass es nicht runterfällt. Dann wieder draufgelegt, einmal ausgerichtet. Noch ein bisschen Zeit nehmen bei dem Ganzen. Ich habe mir das auf ein paar Tage aufgeteilt, dass man zwischendurch immer mal das Silikon, was man so aufgetragen hat, vernünftig durchhärten lassen kann. Weil man möchte natürlich nicht in seine frischen Fugen, die man gerade gesetzt hat, reinrammeln und dann da eine Ecke drin haben. Und genauso oben am Waschtisch halt auch. Möchte halt auch nicht, dass man da nochmal gegenkommt und der dann nochmal wieder verschiebt und das ganze Silikon da durch die Gegend zieht. Deswegen, ja, irgendwas passiert ja immer, weil man ist ja doof. Es ist ja in der Regel so. Deswegen lasse ich mir da einfach ein bisschen Zeit zwischendurch, bis das vernünftig ausgehärtet ist und dann mache ich damit weiter. Kommt als nächstes mal der Sifferung dran. Wenn ihr seht, ich habe erstmal die Tüte aufgerissen und mir das erstmal hingelegt, was da alles so für Spielzeug drin ist. Und das sieht ungefähr so aus wie das, was ich brauche an dieser Stelle. Aber so ein bisschen sägen muss man ja dann doch immer noch. Habe ich erstmal den oberen Teil, den man so verschieben kann, hingebaut. Und zwar so schräg nach hinten. Hier oben, was da an den Abfluss dran geht, ist so ein Verschiebeteil. Das hat zwei Dichtungen. Also man kann das tatsächlich einmal rausziehen sozusagen in der Länge und es ist trotzdem immer noch dicht, weil da zwei hintereinander sind. Also das ist noch kein Fusch, das ist tatsächlich so gedacht. Hier gibt es noch so einen Geschirrspüleanschluss oder solche Geschichten. Da ist aber drinnen zu. Also da muss man ja so mit dem Schraubenzieher durchstechen, wenn man den braucht. Und solange wie man den nicht braucht, ist ja einfach nur dieser Stützen drauf. Das stört also nicht weiter. Ja, hier unten in der Sifferung hier, da ist so eine Klappe mit so einem Dichtring drin. Da kann man also, wenn man die mal sauber machen will, kann man hier aufschrauben und den muss man einmal runterstellen, weil dann natürlich das Wasser dann da rauskommt, was hier drin steht. Ja, ist soweit eigentlich alles ganz nett gemacht. Hier oben, da kommt dann der Ausguss dran, den man noch hinsägen muss. Da gucken wir uns jetzt hier mal an. Ich hatte es ja vorhin schon erwähnt, man kann entweder 32 oder 40 haben als Anschluss. Ich hatte hier 32. Das heißt also, ich muss einmal den großen Teil absägen von meinem Winkel, dass ich auf das 32er Ende komme. Jo, und dann passt der da unten wieder rein, genau wie der andere. Und dann kann ich mir den Winkel nochmal dran halten. Ich habe das hier von der Schräge her so eingestellt, dass die obere Länge passt. Muss ich nur noch in der unteren Länge noch einmal sägen, also hier noch einmal grob einen Strich dran gemacht. Da ich das Ganze tatsächlich gerade absägen wollte, obwohl es eigentlich überhaupt keine Rolle gespielt hätte, habe ich wieder meinen Standardtrick angewendet, ne? Kastenbogen drum wickeln. Dann hat man einmal eine Linie, an der man dran lang zeichnen kann und dann kann man das absägen und hat dann auch eine gerade Sägekante. Kommt das Ganze zusammen, da ist auch nochmal so ein Dichtring hier bei, den man da drüber zieht. Da habe ich tatsächlich ein bisschen Seife dran machen müssen, weil das hat schon extrem stramm gesessen. Da hatte ich schon Sorge, dass mir das Rohr abbricht. Also das war wirklich krass fest. Also da hätte man noch ein paar Zehntel Luft lassen können, herstellerseitig. Aber ja, geht auf jeden Fall zusammen, passt alles rein und dann ist das auch dicht. Da ist ja kein Druck drauf, ne? Ist ja nur ein Abfluss. Ja, andere Seite hier, wo der Druck drauf ist, bei der Zuführung, bei den Wasserleitungen, noch einmal oben gucken, die Dichtfläche, dass die schön sauber ist. Da muss man diese Verschlüsse nämlich nicht anknallen, wie bescheuert, bis das mal dicht wird, sondern wenn man vorher guckt, dass die hier schön sauber sind, dann reicht das schon fast handfest angezogen und dann kommt da auch nichts mehr raus bei 4 Bar Leitungsdruck. Ne? Dann ist das auch schön. Ja, wäre der Abfluss und der Zufluss soweit angeschlossen. Dann muss noch der Abfluss rein. Da gab es zwei verschiedene zur Auswahl. Und zwar ist es ja in diesem Waschbecken ist es so, dass der Überlauf hier in der Keramik mit drin ist. Also hier ist ja ein Kanal in der Keramik drin, wie man hier sieht, wo der Überlauf dann hier unten mit rauskommt, wenn das Ding jetzt mal verstopft ist. Ja, ist in dem Fall natürlich hier unten dicker und dementsprechend braucht man hier einen tieferen Ausguss. Der flache Ausguss ist dann für Waschbecken, wo man den Überlauf außen noch ranbauen muss. Die haben dann hier natürlich weniger Wandstärke. Das ist hier wahrscheinlich Universalset, da ist alles mit dabei. Also da muss man nochmal ein bisschen gucken. Das ist jetzt aber alles keine Wissenschaft. Man kann dann auch für den Abfluss hier, für den Verschlussstopfen, auch zwei verschiedene von diesen Kunststoffdingern da auswählen, die den hier klemmen. Gibt also einmal entsprechend des Ausgusses, den man wählt, einen langen und einen kurzen, den man mit Gewinde reinschrauben kann. Das finde ich tatsächlich ganz schön. Das ist mal was, was einfach ist und sinnvoll. Man nicht diese komische Hebeladenstange da hat, wo man dann am Wasser hinten diesen Pinöbel hat, mit dem man dann ziehen kann und dann der Abfluss zugeht. Was ja in den meisten Fällen sowieso nicht hundertprozentig taucht, wenn man eh nochmal draufdrücken muss, bis der richtig in der Dichtung drin sitzt. Ja, finde ich das hier natürlich eigentlich eine konsequent gute Lösung. Einfacher ist besser. Man hat einfach den Stopfen, den man von Hand da unten reinsteckt und den man dann auch entsprechend da wieder rausziehen kann. Es hat eigentlich nur einen einzigen Nachteil. Wenn man da wirklich Dreckwasser drin hat und man will den Stopfen rausziehen, muss man halt reinfassen. Ja,
Sehe ich jetzt aber nicht als so kritisch an, weil ich meine, es ist ja nur Wasser, ne? Es stirbt man ja jetzt nicht von. Man hat ja jetzt nicht unbedingt Flusssäure in seinem Waschbecken, also würde ich mal hoffen zumindest, dass man ihn nicht in den Ausguss lässt. Ja, und deswegen, ansonsten finde ich das eigentlich eine sehr schöne Sache und man hat nicht so viel Gestänge und Gebastel, was man dann auch irgendwie am Waschbecken da ranschrauben muss, was in den meisten Fällen ja eh überhaupt gar keinen Mehrwert bietet, sag ich mal. Jo, das ist das Ganze eigentlich auch schon zusammen, ne? Schubladen rein, die Schubladen kann man noch ein bisschen einstellen, dass sie auch schön gerade sind. Halbwegs in die Fugen, bis die Spaltmaße stimmen, ne, wichtiges Thema. Ja, dann ist das eigentlich soweit auch schon ganz schick und macht gleich viel mehr her. Dann gibt es noch einmal oben eine Silikonkante am Waschbecken lang, ne. Wenn man da mal ein bisschen mit Wasser ein bisschen üppiger unterwegs ist, dass es nicht hinterfließt und dann entsprechend irgendwo noch Schimmel oder schwarze Kanten wieder ansetzt. Also da auch noch einmal Silikonkante dann lang gezogen, ja, dann ist das eigentlich auch schon, was den Waschtisch angeht, fast fertig. Gibt natürlich keinen Handtuchhalter mehr jetzt, ne? Die habe ich abgeschraubt. Und dadurch, dass der neue Waschtisch breiter ist, fallen ja auch die Bogen nicht mehr auf. Aber man hat ja trotzdem irgendwo ein Handtuch, was man nicht unbedingt an die Erde legen will. Jetzt hatte ich ja noch zwei andere Handtuchhalter, die aber auch nicht mehr so schön waren und entsprechend auch schon 30 Jahre alter vergilbter Kunststoff. Habe ich also gedacht, die setze ich mir mal. Da habe ich dann beim Discounter nochmal so zwei von so Handtuchhaltern mitgenommen, die ich da zufällig gerade habe liegen sehen. Das hat sich ganz gut gepasst. Und ja, die sind jetzt zum Schrauben. Ne? Also, ja, mein Gott, hätte ich nochmal bohren müssen, aber ich habe erst mal geguckt. War tatsächlich bei den Kunststoffdingern auch so. Da hat man ja versucht zu kleben. Kleben hat nicht gehalten, also danach gebohrt. Das heißt also, ich kann mir jetzt aussuchen, was ich möchte, kleben oder bohren. Und da kleben offenbar nicht hält, nehme ich doch gleich die Schraublösung, die vorhanden ist. Also habe ich erstmal den ganzen Rest halbwegs versucht nur abzumachen, so. Zumindest alles, was man gesehen hätte, dass das wieder ein bisschen ordentlich ist. Das kann man ja dann auch einfach abribbeln. Bisschen Klebeband, das richtet ja keinen großen Schaden an. Ja, dann einmal diese Halterung da angeschraubt. Da brauchen wir jetzt keine zwei Schrauben für, das geht auch mit einer. Da muss man es ja nicht übertreiben bei sowas. Einmal mit der Wasserwaage ein bisschen ausgerichtet, dass die beide auf gleicher Höhe sind. Weil die Bohrungen waren nicht auf der gleichen Höhe, wie es halt immer so ist. Ne? Wenn man dann bohrt, dann läuft der Bohrer ja doch mal weg. Ja, kann man mit den Langlöchern aber super ausrichten. Kommen danach einmal die Dinger drauf, kommen von unten mit einer Mahnschraube rein, wird das geklemmt und dann reicht es aus. Fällt nicht auf. Sitzt schön drauf und sieht dann auch gleich noch ein bisschen ansprechender aus. Ja, das ist jetzt eigentlich so die Wochenaufgabe gewesen. Und ja, wie ich sagen muss, ganz erfolgreich. Ne? Also es sieht gleich etwas wohnlicher aus, möchte ich mal sagen. Ja, dann soll es das an dieser Stelle auch gewesen sein. Also euch noch einen schönen Tag und tschüss.